Ich mache einen kurzen Überblick über das Programm. Die Begrüßung wird Dr. Laura Spengler, Fachgebietsleiterin am Umweltbundesamt, vornehmen. Dann im Anschluss wird Helen Czierski ebenfalls vom Umweltbundesamt bzw. Geschäftsstelle der HD Konsum einen Input-Vortrag machen, Zusammendenken, was zusammengehört, kommunaler Klimaschutz und nachhaltiger Konsum. Daran im Anschluss gibt es die Möglichkeit, dass Fragen gestellt werden und wir kurz diskutieren. Und dann kommen wir zu dem Erfahrungsblock bzw. den Erfahrungen aus der Praxis, Ideen aus der Praxis. Wir haben drei Kommunen, die Region Hannover, Stadt Heidelberg und Kreis Lippe. Da werden Vertreterinnen aus ihren Erfahrungen berichten und was sie so machen im Bereich nachhaltiger Konsum. Auch hier dann ein Fragen- und Diskussionsblock. Und dann noch zum Abschluss Angebote des Umweltbundesamtes und des Kompetenzzentrums Nachhaltiger Konsum. Und dann um 16 Uhr ist das offizielle Ende der Veranstaltung. Und wie gesagt, wir können dann noch Vernetzungsmöglichkeiten anbieten. Ich würde jetzt das Wort übergeben an Dr. Laura Spengler vom Umweltbundesamt mit der Begrüßung. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Kompetenzzentrums Nachhaltiger Konsum. Vielleicht ein, zwei Sätze nur ganz kurz zu dem Kompetenzzentrum. Das wurde für die Umsetzung des nationalen Programms Nachhaltiger Konsum eingerichtet oder um die Umsetzung zu unterstützen. Bei uns am Umweltbundesamt sitzt die Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums und es sind aber auch noch weitere Behörden, also Bundesministerien, nachgeordnete Behörden, Teil dieses Kompetenzzentrums, unter anderem die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und noch weitere nachgeordnete Behörden. Die Aufgaben des Kompetenzzentrums sind drei verschiedene. Das eine ist, die Öffentlichkeit zu informieren über nachhaltigen Konsum, dann Akteure zu vernetzen und eben die Umsetzung des nationalen Programms zu unterstützen. Und zu diesen Aufgaben gehört eben auch zu erklären, warum nachhaltiger Konsum eigentlich wichtig ist und wer dazu beitragen kann und auch beitragen sollte und warum. In dem Kontext haben wir häufig Diskussionen darüber, wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass Konsum nachhaltiger wird. Und wenn man diese Diskussion verfolgt, wird man feststellen, dass da häufig ja, zwei Pole in der Debatte sich gegenüberstehen. Also sprich zwei, sagen wir mal, sehr vereinfachte Behauptungen auseinandergehalten werden können. Das eine ist, dass oft gesagt wird, der Staat dürfe sich überhaupt nicht in private Konsumentscheidungen einmischen, denn das würde unmittelbar in die Ökodiktatur führen. Und am anderen Ende des Spektrums findet man häufig die Behauptung, naja, der Einzelne oder die Einzelne kann ja sowieso nichts verändern durch den einzelnen Konsum, den eigenen Konsum. Man hat ja im Grunde überhaupt keinen Einfluss auf das große Ganze. Und wenn man sich diese beiden Behauptungen mal nebeneinander legt und ein bisschen drüber nachdenkt, wird man feststellen, okay, naja, dann kann Konsum ja eigentlich gar nicht nachhaltiger werden, wenn also der Staat darf es nicht, die Einzelnen können nichts bewirken, dann bleiben vielleicht noch die Unternehmen übrig, aber da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die von sich aus dafür sorgen, dass Konsum in der Breite nachhaltiger wird. Also letztlich haben wir dann eigentlich keine Chance auf nachhaltigen Konsum in der Zukunft. Und beim Umweltbundesamt sind wir aber der Ansicht, und wir haben auch gute Gründe dafür, die ich gleich ganz kurz benennen will, dass diese beiden Hauptbehauptungen falsch sind. Und zwar, was den Staat angeht, lässt sich feststellen, dass der Staat natürlich schon an vielen Stellen Einfluss auf den Konsum nimmt. Sei das durch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze auf bestimmte Produkte, durch Rauchverbote. Und alleine insbesondere durch die Infrastrukturen, die vorgegeben werden. Und was aber auch richtig ist, dass natürlich in einem liberalen Staat Eingriffe des Staates in die Freiheit der Einzelnen, also auch in die Konsumfreiheit, gut begründet werden müssen. Und eine Begründung liefert spätestens, also die gab es natürlich vorher auch schon, aber durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil im letzten Jahr wurde noch mal ganz deutlich klargestellt, dass natürlich insbesondere im Bereich des Klimaschutzes auch die Freiheiten, die auf dem Spiel stehen, auf der anderen Seite dagegen abgewogen werden müssen und dass beim Klimaschutz zukünftige Freiheit umfassend bedroht sein könnten, wenn jetzt nicht dort schnell deutlich gegengesteuert wird gegen den Klimawandel. Insofern haben wir hier eigentlich eine sehr gute Begründung auch für Eingriffe, die im Bereich des nachhaltigen Konsums, die dann eben bestimmte vermeintliche Konsumfreiheiten vielleicht auch etwas einschränken, aber eben auch für mehr Freiheiten auf der anderen Seite sorgen. Dann, was die Einzelnen betrifft und deren Rolle in dem Ganzen,
wird, wie gesagt, auch immer wieder in Frage gestellt, dass man selber überhaupt etwas bewirken kann. Aber ja, hier kann man sagen, oder ist unsere Ansicht, dass der nachhaltige Konsum auf jeden Fall auch andere politische Rahmenbedingungen braucht, wie eben schon ausgeführt. Aber es benötigt eben auch die Unterstützung der Verbraucherinnen und Verbraucher, denn die nachhaltigen Lösungen brauchen eben auch Pioniere, die von diesen erprobt werden. Und auch nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen brauchen Kunden, die schlicht die Produkte kaufen, sonst können sie sich ja am Markt nicht entwickeln und entfalten und ihr Angebot ausbauen. Und letztlich senden eben auch die Konsummuster der Einzelnen, insbesondere wenn sich sowas wie eine kritische Masse ergibt, auch Signale für die Akzeptanz einer bestimmten Politik oder auch für die Nicht-Akzeptanz einer Politik. Insofern ist das Ganze letztlich ein System und diese verschiedenen Akteure und deren Aktivitäten bedingen sich auch gegenseitig. Was dann die Kommunen betrifft, kann man sagen, dass die Kommunen da eigentlich an so einer Schnittstellenfunktion haben. Denn sie sind zwar staatliche Akteure, sind aber auch sehr nah an den Verbrauchern. Also sie gestalten das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen genau dort, wo der Konsum stattfindet. Und sie können sowohl die Rahmenbedingungen beeinflussen, als auch die Einzelnen ermuntern, sich an freiwilligem nachhaltigem Konsum zu beteiligen und Wissen und Handlungsspielräume aufzeigen. Deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, den nachhaltigen Konsum und den kommunalen Klimaschutz besser, stärker zusammenzubringen. Deswegen haben wir vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt in dieser Richtung in einen Auftrag gegeben und durchgeführt, das Ihnen nachher meine Kollegin auch noch vorstellen wird. Und insbesondere beim Klimaschutz zeigt sich ja für den nachhaltigen Konsum ein sehr, sehr großer Handlungsbedarf. Wir sind heute bei weiterhin knapp 11 Tonnen Treibhausgasausstoß pro Person und Jahr in Deutschland. Und um Klimaneutralität zu erreichen, müssen wir auf eine Tonne ungefähr oder weniger als eine Tonne runter. Das heißt, da besteht ein großer Handlungsbedarf und hier sind alle gefragt. Und deswegen freuen wir uns auch sehr über das Interesse hier an der Veranstaltung, dass Sie sich angemeldet haben. Und ich bedanke mich auch nochmal gerade bei denen, die hier einen aktiven Beitrag nachher noch leisten und zeigen, wie das, also Umsetzungsbeispiele zeigen und darstellen, wie das bei Ihnen funktioniert. Im Webseminar, das jetzt gleich folgt, erfahren Sie deswegen als kommunale Klimaschutzakteure zum einen, was nachhaltiger Konsum ist, dann, was für Änderungen im Konsumverhalten das meiste CO2 einsparen, also was so die wichtigsten Optionen sind, was für Materialien, Tools und Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und ja eben auch durch die Praxisbeispiele, was sich bereits in der kommunalen Praxis bewährt hat. Damit vielen Dank für das Interesse und jetzt gebe ich wieder zurück an die Moderation. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Helen Czioska ist mein Name, gleiches Fachgebiet wie Laura Spengler, die gerade begrüßt hat. Neben der Geschäftsstelle vom Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum bin ich dort auch zuständig, zum Beispiel für das Oberverbraucherportal, was ich ganz zum Schluss nochmal vorstellen werde, in dem Werbeblock, was wir noch für Angebote haben im Bereich Konsum. So, jetzt starte ich mal ganz groß mit einer Einordnung. Das werden viele von Ihnen natürlich schon wissen, aber einfach nochmal für den Einstieg wollte ich auf die internationale Ebene, wo befinden wir uns, warum haben wir das Ziel hier mit nachhaltigem Konsum und Klimaneutralität. Es begründet sich natürlich auf dem Pariser Klimaabkommen, wo die internationale Staatengemeinschaft sich auf die 2 Grad beziehungsweise besser 1,5 Grad geeinigt haben. Und auch hier sehen Sie die SDGs, die Sustainable Development Goals, oder auch auf Deutsch Agenda für nachhaltige Entwicklung, die dem auch folgen. Auf nationaler Ebene wurde das dann auch umgesetzt durch das Klimaschutzgesetz, was ja auch nachgebessert werden musste. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein und in 8 Jahren, 2030, schon -65% im Vergleich zu 1990. Also da ist auf jeden Fall eine Menge zu tun und Klimaneutralität steht als Ziel und als klare Leitlinie einfach schon auch fest. Im Sinne von den SDGs wurde die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Hier sehen Sie auch das Cover, das zeigt ja auch wieder diese SDGs. Und die wird dann konkretisiert durch das von Frau Spengler schon angesprochene nationale Programm für nachhaltigen Konsum.
Das ist quasi auch unsere Arbeitsvorlage. Letztes Jahr gab es da auch nochmal eine Weiterentwicklung mit prioritären Maßnahmen. Und hier steht auch drin, welche Bedürfnisfelder es gibt, welche Handlungsoptionen und hier, wie der gesellschaftliche Wandel durch einen nachhaltigen Lebensstil vonstatten gehen soll. Auch in vielen Kommunen und Regionen gibt es bereits Beschlüsse für Klimaneutralität, also in Klimaschutzkonzepten. Und wir haben die zeitlichen Fristen, wir haben das Ziel, also es ist gar nicht mehr abstrakt. Deswegen gehen wir jetzt dann runter auf die nächste Ebene, was ist ja die kommunale Ebene ist. Wie Frau Sprenger schon sagte, hier wird gelebt. Hier sind die privaten Haushalte. Hier wird eingekauft, gebaut, getankt, gegessen. Hier findet das Leben statt. Und deswegen muss diese Umstellung auf Klimaneutralität auch vor Ort stattfinden. Es geht nicht ohne. Und es ist ganz wichtig, klimaneutralen Konsum und kommunalen Klimaschutz stärker zusammenzubringen. Aber was ist denn jetzt Konsum und was ist nachhaltiger Konsum? Das ist ja erstmal ein sehr komplexes Feld. Viele sind dann auch erstmal von den Begrifflichkeiten überfordert und ich kann das total nachvollziehen, weil es einfach ganz, ganz viele verschiedene Bedürfnisfelder und Themen dort gibt. Meistens wird unter Konsum erstmal nur der eigentliche Kaufaspekt verstanden. Also ich stehe im Geschäft und entscheide mich dafür, zum Beispiel eine Packung Milch zu kaufen oder Reinigungsmittel oder ein T-Shirt. Ja, es geht um Produkte, es geht aber auch um Dienstleistungen und um persönliche Bedürfnisbefriedigung. Aber es geht eben nicht nur um diesen einen Kauf. Die Dimension ist recht groß. Es geht zum Beispiel auch noch um die Nutzungsebene. Und wenn mir jetzt beim Beispiel T-Shirt bleibt, also nicht nur, welches T-Shirt ich kaufe oder ob ich es kaufe, sondern auch, wie komme ich denn zum Einzelhandel? Bin ich mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Auto? Auf welcher Bank liegt denn mein Geld, mit dem ich jetzt gleich dieses T-Shirt bezahlen werde? Wenn ich nachher dann zu Hause bin, mit welcher Waschmaschine wasche ich dieses T-Shirt? Wie alt ist die? Wie effizient? Und wo kommt der Strom her? Ist es Ökostrom oder ist es konventioneller Strom? Wie lange trage ich das T-Shirt dann? Was mache ich nachher, wenn es kaputt ist? Repariere ich es? Kann man es vielleicht weiterverkaufen? Kann man es upcyclen oder recyceln? Hier sieht man die ganzen vielen, vielen Dimensionen von nachhaltigem Konsum im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Da gibt es einfach ganz viele Aspekte, die man sich anschauen kann, weswegen das Thema schnell mal ein bisschen komplex überfrachtet wird. Aber die Strategien, die kommen nachher noch. Konsumpolitik betrachtet jetzt neben diesem ganz privaten allerdings auch noch, und das ist auch was Besonderes, auch öffentliche und unternehmerische Beschaffung. Da haben wir ja nachher auch noch Beispiele aus der Kommune da, weil hier einfach auch quasi Alltagsgegenstände wie Kleidung oder Papier eingekauft werden, wo diese Konsumentscheidung ganz ähnlich ist wie in den privaten Haushalten, weil zum Beispiel auch Einkaufshilfen wie Label analog Anwendung finden. Nachhaltiger Konsum, das ist ein kurz gesagt dauerhaft global verallgemeinerbare Konsummuster. Das heißt, es geht um inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit. Wir können nicht konsumieren auf Kosten von zukünftiger Generationen und auch nicht auf Kosten zum Beispiel vom heutigen globalen Süden. Im Endeffekt geht es halt um Tausende von einzelnen Entscheidungen auf individueller Ebene in unterschiedlichsten Konsumfeldern, also Mobilität, Ernährung, Haushalt und Wohnen, Bekleidung und so weiter. Diese Entscheidungen haben eine große Unterschiede in zeitlicher und ökonomischer Relevanz. Also zum Beispiel geht es um Güter des täglichen Bedarfs wie Butter, aber auch um langlebige Verbrauchsgüter wie eine Waschmaschine oder wenn man es auf die Spitze treibt, nun mal auch ein Hausbau. Und dann gibt es auch große Unterschiede in der Wirksamkeit im Sinne der Nachhaltigkeit. Hier kommen wir auf zwei Begriffe, die jetzt immer wieder fallen werden, und zwar Peanuts und Big Points. Big Points, das sind die großen effektiven Maßnahmen. Ein Big Point, eine dieser Maßnahmen kann für den persönlichen CO2-Fußabdruck über eine halbe Tonne CO2 im Jahr einsparen. Das sind die großen Maßnahmen, auf die man sich auch fokussieren kann. Im Gegensatz zu Peanuts, also die Kleinigkeiten,
Peanuts sind dann analog dazu quasi die Gewürze des nachhaltigen Konsums. Also sind gut für den Geschmack und tun auch nicht weh. Aber man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht verrennt und darauf verkrampft, weil in der Summe bringen sie einfach nicht allzu viel. Aber sie sind trotzdem natürlich ein gutes Add-on. Dadurch, dass diese Konzepte nicht so weit verbreitet sind, herrscht meist das Prinzip Zufall und Hoffnung. Bei der Themenauswahl oft zufällig, es geht oft nach Interesse oder also bei KonsumentInnen, aber auch bei Multiplikatoren und EntscheiderInnen. Und dann wird auf die Wirksamkeit mehr oder weniger gehofft. Es gibt teilweise auch keine guten Zahlen, aber immer mehr, bei immer mehr Bereichen. Zum Beispiel dann der Verzicht bei einer Plastikfolie bei einer Gurke oder Deckel bei einem To-Go-Becher steht auf einmal gegengesetzt zur energetischen Sanierung eines Hauses oder einer Kompensation von einer Tonne von Treibhausgasemissionen. Das ist dann in der Wirksamkeit eine Unterscheidung von wirklich einem Faktor von einer Million von Gramm zu Tonnen. Da muss man ein bisschen aufpassen und das reduziert die Komplexität von dem Thema total. Man kriegt hier eine ganz einfache Strategie, wie man anfangen kann. Auf die Strategien komme ich dann gleich nochmal. Jetzt gehen wir erstmal auf den CO2-Fußabdruck, der wurde ja auch schon erwähnt. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Jahr und Mensch in Deutschland beträgt gerade 10,8 Tonnen. Das sind auch die Daten von diesem Jahr. Und hier sehen wir, dass es Bereiche gibt, in denen recht viel Emissionen anfallen, also Wohnen, Strom, Mobilität und Ernährung. Und dann gibt es einen ganz großen Block, der sich aus den ganzen sonstigen Daten zusammenspeist. Öffentliche Infrastruktur, dieses Päckchen muss auch jede und jede von uns tragen. Das ist dann Müllabfuhr, Schulen, Beleuchtung und so weiter. Dann kommt immer so die Frage, jetzt ist es die ganze Zeit diese Klimabrille. Wir haben Klimaneutralität, CO2-Fußabdruck, CO2-Äquivalente, kennen Sie wahrscheinlich auch, also dass zum Beispiel Methan umgerechnet wird. Kann man das denn so machen? Ist das okay? Und auch das haben wir uns mal angeschaut, weil das fanden wir natürlich selber ganz interessant, ob diese Fokussierung denn alles abdeckt, ob es da die Synergien gibt. Und ja, man kann sagen, in den ganz großen, vielen Bereichen gibt es einfach Synergien. Und die Fokussierung, gerade in der Kommunikation mit VerbraucherInnen, ist zielführend. Es gibt einerseits nämlich ein total hohes öffentliches Interesse am Thema Klimawandel und Klimakrise. Andererseits ist die Einheit CO2 oder CO2-Äquivalente mittlerweile wirklich angekommen. Die meisten kennen das schon, man muss kein neues Feld anfangen und es gibt eine gute Vergleichbarkeit, weil man diese Umrechnung hat. Diese ganzen anderen Themen wie Biodiversität, Müll- und Plastikvermeidung, Material- und Ressourcenverbrauch, Wasserinanspruchnahme und Co., die werden bei den meisten Bereichen mitgedacht. Es gibt so ein paar blinde Flecken, zum Beispiel bei Bio-Lebensmitteln, wo die CO2-Einsparungen nicht so hoch sind. Allerdings gibt es da bei der Biodiversität sehr gute Werte. Jetzt komme ich dann zu den Strategien, wie man denn dazu kommt. Also ist die Frage, was bedeutet das für unseren Alltag? Wie müssen wir unsere Konsumgewohnheiten verändern? Und der Fakt ist halt auch, wir müssen die Konsumgewohnheiten verändern. Nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht. Es muss auch nicht alles umgestellt werden, aber es ist jetzt Zeit, auch die Weichen zu stellen und die wichtigsten Maßnahmen anzupacken. Als Kommune natürlich auch, die BürgerInnen dazu zu unterstützen. Neudeutsch wäre das dann auch zu nudgen, dass vielleicht hier an ein, zwei Stellen das Verhalten umzustellen oder eine Maßnahme zu ergreifen, wo man vielleicht gar keine Verhaltensänderung braucht. Verhaltensänderungen werden von allen Personen nämlich unheimlich unterschiedlich wahrgenommen. Das ist alles höchst subjektiv und befindet sich ja im privaten Kontext ganz oft, also außer jetzt der Beschaffungsteil. Für den einen ist es eine dezente Anpassung und für den anderen ist es eine sehr große Veränderung. Das hängt von persönlichen Gewohnheiten ab, das hängt von auch finanziellen Möglichkeiten ab, Einstellungen, Werten. Aber
Es gibt ein paar Strategien, die sind recht generell und die vereinfachen dieses komplexe Thema total. Es gibt manche Änderungen, die lassen sich einfach umsetzen, andere erfordern wesentlich mehr Wissen oder Motivation. Hier haben wir die Peanuts und die Big Points. Und da schauen wir jetzt rein. Los geht es nämlich wieder mit den Big Points. Hier sehen wir sie. Das sind die großen Baustellen. Die soll zuerst angegangen werden. Nämlich mit 7 Maßnahmen, mit 7 Big Points kann man den Fußabdruck schon halbieren. Und dazu zählt zum Beispiel der Spardurchkopf, Ökostrom oder pflanzenbetonte Ernährung. Für manche ist es einfacher, für manche schwieriger, aber das sind wirklich die großen Brocken, die man, wenn man eine Orientierung braucht, die man erst annehmen kann. Nochmal, um das so ins Verhältnis zu setzen, mit den Zahlen, noch mal ein paar kurze Zahlen. Man bräuchte für eine Tonne, um eine Tonne CO2 einzusparen, bräuchte man tatsächlich 50.000 Plastikfolien von Salatgurken. Das ist immer so das große Beispiel auch. Oder 220.000 Stunden Videostreaming für eine Tonne CO2-Einsparung. Das sind im Endeffekt mehr als 2 Jahre. Und wir haben ja natürlich alle was anderes zu tun, als den lieben langen Tag drüber nachzudenken. Was ist jetzt die optimale Entscheidung? Wo kann ich noch ein bisschen mehr CO2 einsparen? Deswegen sollten wir uns in unseren Alltag, der ja durchaus mit Stress verbunden ist, einfach statt uns jedes Mal den Kopf zu zerbrechen, uns auf diese wenigen großen Maßnahmen erstmal fokussieren. Und dann natürlich, die kleinen Maßnahmen sind auch total gut, nur kann man da was in den Fokus rücken. Hier haben wir das auch nochmal grafisch dargestellt. Das sind unsere Sharepicks vom Kompetenzzentrum. Die liegen auch vor, die werde ich ganz zum Schluss auch nochmal vorstellen. Die können Sie nämlich auch sehr gerne verwenden für Ihre Kommunikation. Hier auch mit mir nochmal ein paar Beispielen. Ein Kurzstreckenflug Berlin-München sind 8.947 To-Go-Becher. Zweite Strategie. Nachhaltigkeit ist kein geschützter Begriff und es verwirrt total schnell. Im Endeffekt steht auf jedem zweiten Produkt ein Label drauf. Das ist ähnlich auch wie kontrollierter Anbau. Es bedeutet erstmal nicht so viel, ob da drauf steht irgendwie Natur oder nachhaltig. Deswegen ist unsere Strategie, dass man sich ganz wenige Siegel raussucht, die wirklich gut sind, verlässlich und die auch extern überprüft werden und sich einfach erstmal an die hält und die anderen ignoriert. Erstmal. Man kann das natürlich immer noch aufstocken und weitere benutzen. Und da ist die Empfehlung, das Bio-Siegel ganz links zu sehen. Das ist auch identisch. Das eine ist das Europäische, das andere ist das Deutsche. Das Deutsche kann optional zusätzlich aufgedruckt werden. Dann der blaue Engel und das EU-Energielabel. Damit kann man ganz viele Produkte auch schon abdecken. Die dritte Strategie ist, das Thema von der Komplexität her nochmal rauszunehmen. Gerade für EinsteigerInnen oder für Menschen mit einem vollen Alltag oder die sich auch vielleicht mit dem Thema gar nicht so viel auseinandersetzen wollen, sind das Überlegungen, die wirklich wert sind, sich anzuschauen. Vor allen Dingen auch der erste Punkt, Maßnahmen, die nur einmal gemacht werden müssen. Hier geht es nämlich eben nicht um diese Verhaltensänderungen, sondern es ist einmal, muss man etwas tun und dann spart man wirklich dauerhaft. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil. Hier muss man sich nicht immer fragen, ist jetzt regional oder bio besser? Hole ich die Kichererbsen im Glas oder in der Konserve? Oder ist Lauch gerade saisonal? Sondern zum Beispiel Ökostrom, also der Klassiker da. Man stellt es einmal um und man spart jeden Tag ganz viele Treibhausgasemissionen. Für Fortgeschrittene wäre das dann zum Beispiel die Bank zu wechseln, für Mieter eher programmierbare Thermostate, für HausbesitzerInnen das Haus zu dämmen oder eine Umweltpumpe auszutauschen. Ähnlich geht es in die Richtung, dass man einmal sich die Entscheidung trifft, und dann konsequent umsetzt, also dass man raus aus dieser Mental Load-Falle auch kommt. Dass man weniger Alltagsprodukte, die es allerdings dann wirklich auch überall gibt,
konsequent umstellt. Zum Beispiel bei Bio wäre das dann Milch, Eier, Kartoffeln oder beim Blauen Engel Schulhefte, Hygienepapier und Mülltüten. Und den Rest ignoriert man vielleicht einmal und dann nach ein paar Monaten kann man sich überlegen, nehme ich jetzt noch 2, 3 dazu oder nicht. Man muss dann keinen neuen Supermarkt sich aussuchen, keine neue Drogerie und das ist alles etwas einfacher. Der dritte Punkt, das ist eigentlich der einfachste von allem, nachhaltiger Konsum ohne etwas zu tun, das geht jetzt in die Suffizienzrichtung, einfach Produkte länger nutzen. Also auch wenn die vielleicht nicht ganz so effizient sind, haben unsere Studien ergeben, dass das sich trotzdem immer lohnt, weil für die Herstellung so viele Ressourcen, so viel Energie verbraucht werden, dass sich bei fast allen Produkten es sich total lohnt, sie einfach länger zu nutzen, sich zu überlegen, brauche ich den Neukauf denn wirklich? Das gilt vom E-Auto bis zum Laptop. Und jetzt die vierte Strategie. Da kommen auch Sie in Ihrer beruflichen Perspektive nochmal auch rein, weil jetzt war es ja auch viel direkt auf das Private, was Sie privat natürlich nutzen können, aber auch in der Kommunikation mit BürgerInnen oder in Kampagnen. Es gibt nämlich jetzt auch noch echt gute Nachrichten, weil neben dem Fußabdruck gibt es auch den Handabdruck. Das sind die Einsparungen bei anderen. Der Fußabdruck ist jetzt mein persönlicher CO2-Ausstoß und der Handabdruck nimmt dieses System und gibt es weiter an die anderen. Hier jetzt Beispiel mit einem Ökostromvertrag spare ich nun nicht nur bei meinem CO2-Fußabdruck, sondern auch bei den anderen Haushaltsmitgliedern bei mir in der Wohnung. Und im Endeffekt ist es dann mehr. Es gibt da ganz viele Beispiele für. Wenn ich Margarine statt Butter auf mein Brot schmiere, spare ich pro 250 Gramm Butter ungefähr 1,5 Kilo CO2. Das ist gut, aber so viel bringt es jetzt auch nicht. Wenn ich allerdings in der vierköpfigen Familie das mache, ist schon mal das Vielfache. Wenn ich jetzt aber als Koch in einer Jugendherberge bei täglich 200 Gästen die Hälfte der Gäste dazu bringe, Margarine zu nehmen statt Butter, zum Beispiel, wenn man bei einem Buffet auch ein bisschen anders arrangiert, die verschiedenen Produkte, dann ist es der hundertfache Effekt und pro Jahr schon mehrere Tonnen. Durch eine ganz einfache Maßnahme. Hier haben wir ein paar Beispiele dafür, was alles geht. Das ist von persönlichen Rahmen, wie zum Beispiel einen energieeffizienten Kühlschrank in der WG, bis zu Diensträdern, Jobrad, also Firmenräder, im Unternehmen sich dafür einzusetzen oder auch Mitgliedschaft bei Umweltverbänden. Und das ist natürlich auch das, da kommen wir auch in Ihren Arbeitsbereich wahrscheinlich. Da kann man als kommunaler Akteur unheimlich viel bewirken. So, die kommunale Rahmung. Wie passt das jetzt noch zusammen? Welche Hemmnisse gibt es vielleicht und in welche Richtung geht das? Ich kann Ihnen da ins Herz legen, mal einen Blick zu werfen in den Leitfaden. Zusammendenken, was zusammengehört. Kommunaler Klimaschutz und nachhaltiger Konsum. Das ist die Broschüre, auf dem das Webseminar auch aufbaut, die ist aus einer Studie entstanden. Links zu beiden kriegen Sie auch im Nachgang, stehen auch, glaube ich, auch schon im Chat. Konsum ist im Endeffekt Alltag und Alltag findet in den Städten und Dörfern statt. Und die Maßnahmen zur Förderung des Konsums haben auf kommunaler Ebene auch Tradition. Also diese zivilgesellschaftlichen Initiativen für nachhaltige Konsumalternativen, Wertewandel, Suffizienz, alternative Ressourcennutzung, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Lokalagenda 21, Food Corps, SolarWies, Repair-Cafés, um nur so ein paar zu nennen. Hier kann ganz idealerweise angedockt werden und es gibt dann Synergien für beide Seiten. Weil im Endeffekt Klimaneutralität erfordert einfach auch neue Schwerpunkte und Maßnahmen. Und ohne die privaten Haushalte würde es nicht gehen. Das zeigen auch O-Töne aus der Studie. Die Studie, das ist diese klimaneutrale Region als Strategieansatz zur Förderung nachhaltiger Konsummuster. Auch da der Abschlussbericht, der ist natürlich ein wissenschaftlicher Bericht, auch der wird dann auch verlinkt. Da gibt es ein paar O-Töne draus aus den Interviews. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch ein O-TonGeberInnen auch heute dabei. Da wurden nämlich KlimaschutzmanagerInnen gefragt nach nachhaltigem Konsum.
Und eine Aussage war zum Beispiel, dass die Klimaschutzziele ohne Verhaltensänderung seitens der Bürger nicht erreicht werden können. Und auch, dass konsumbezogene Maßnahmen als Türöffner für Klimaschutzsensibilisierung und Stärkung des Verantwortungsbewusstseins durchaus fungieren können. Und auch, dass Einzelne zum Nachdenken angeregt werden in den täglichen Entscheidungen. Das können Sie auch dann in der Studie nachschauen. Die 86% der Klimaschutzmanager gaben an, dass die Einbeziehung von VerbraucherInnen wichtig ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und auch fast 2/3 sagen, dass nachhaltiger Konsum auf lokaler Ebene eben beeinflusst werden kann. Trotzdem befinden sich Konsumthemen eher selten und wenn eher lose und unsystematisch in den kommunalen und regionalen Klimaschutzkonzepten. Das hat die Studie auch gezeigt. Das liegt allerdings auch nicht am fehlenden Willen. Um jetzt die Hemmnisse ein paar davon zusammenzufassen, es gibt ein großes Datenproblem und strukturelles Problem. Also das ist mit der Bilanzierung, auch gerade über das Territorialprinzip und die Datenverfügbarkeit. Hier haben wir auch schon angesetzt. Wir hatten letztes Jahr ein Webseminar zur Bilanzierung. Das können Sie auch nochmal die Dokumentation auf der Seite vom Kompetenzzentrum nachschauen. Und wir werden das, auch weil die Nachfrage so hoch war, dieses Jahr auch nochmal stattfinden lassen. Da lade ich Sie auch jetzt schon ganz herzlich zu ein. Bei dem Monitoring kann man die Lösung finden, andere indirekte Arten von Monitoring zu benutzen, wie zum Beispiel bei Mobilität den Model Split. Den Anzahl von Carsharing-Fahrzeugen oder das Angebot von vegetarischen Gerichten in Kantinen. Aber es ist natürlich nicht so einfach, wie es in anderen Bereichen geht, die Maßnahmen behaftet sind im Klimaschutzkonzept. Dann haben wir noch natürlich auch noch die anderen Hemmnisse. Das sind ganz, ganz typische Barrieren. Wer kennt das nicht? Die personellen und finanziellen Ressourcen sind immer überall knapp. Und es wurde auch in der Studie genannt, dass das Fachwissen einfach noch nicht da ist. Auch deswegen machen wir heute das Webseminar und werden auch zukünftig Angebote bereitstellen. Da nehmen wir auch immer gerne Anregungen an, wo noch Wissen gebraucht wird. Das ist ein kleiner Einblick in klimaneutrale Verwaltung und Beschaffung, was aber heute nicht Fokus ist, weil Kommunen haben nämlich mit ihren Aktivitäten einen beträchtlichen Anteil an der kommunalen Wertschöpfung und agieren auch als Vorbild. Also das ist ganz wichtig, dass sie als Impulsgeberin vorangehen und auch Standards setzen im lokalen Umfeld. Da hören wir gleich auch aus der Region Hannover, ist das dann, glaube ich, der Beitrag, was man bei der Beschaffung, wo man darauf achten kann. Neben der Beschaffung ist allerdings auch die Schulung und Fortbildung der eigenen kommunalen Bediensteten unheimlich wichtig. Jetzt gehen wir wieder in diesen Bereich von Handabdruck. Diese haben nicht nur die Rolle als Arbeitnehmerinnen, sondern auch als Multiplikatoren, weil auf der kommunalen Ebene sind sie einfach auch wirklich immer sehr vernetzt. Hier kann ich Sie auch nochmal hinweisen auf die Weiterbildung der Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung vom Service- und Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz. Und es gibt diverse Leitfäden vom Umweltbundesamt, zum Beispiel der Weg zur klimaneutralen Verwaltung. Diese Links gibt es dann auch alle nochmal im Anschluss. Maßnahmen werden wir gleich alle noch hören, also recht viele. Welche Arten? Die gehen natürlich von Bildungsmaßnahmen, Verbraucherinformationen bis hin zu finanzieller Förderung. Da auch die Empfehlung, Maßnahmenbündel funktionieren, passt immer am besten. Also eine informatorische Maßnahme mit einer härteren Maßnahme zusammen und vielleicht auch noch ein Umweltsozialzeichen damit reinbringen oder ein Monitoring. Und hier hatte ich ein paar Maßnahmen zusammengestellt. Das sind einfach nur Beispiele, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Die Folien, die kriegen Sie und nachher gibt es auch noch mehr Beispiele. Zu den Empfehlungen. Die Empfehlung aus unseren Studien zeigt ganz klar, dass man sehr gut anknüpfen kann, aber es strategische Partnerschaften einfach braucht. Gerade im Bereich Konsum, wo es in die privaten Haushalte reingeht, wo es wirklich in
in das persönliche Umfeld reingeht, das geht am besten, wenn man sich ja, ein Netzwerk schafft, und zwar nicht nur mit den lokalen Unternehmen, Organisationen, Initiativen vernetzt, sondern auch mit den interessierten BürgerInnen. Hier kann man über das Eigeninteresse recht viel ansprechen, also nicht nur über Klima und Nachhaltigkeit, sondern auch Gesundheitseffekte, Kosteneinsparungen oder sowas wie einen Genussspaziergang. Auch prominente Schirmherrinnen können Türöffner sein. Den Austausch von Wissen und Erfahrungen, das versuchen wir hier auch heute zu machen. Dazu gibt es dann auch Energie-Klimaschutzagenturen und die Rennnetzwerke, die kennen Sie ja bestimmt auch. Wenn Sie dann konsumbezogene Maßnahmen in den Klimaschutzkonzepten integrieren, je nachdem, ob Sie es schon haben, vielleicht klein anfangen oder stark ausbauen, denken Sie in den Maßnahmenpaketen und in den Bedürfnisfeldern. Und schauen Sie, ob Sie bei der Bilanzierung den Über-CO2-Rechner benutzen können oder dieses, auf diese Art von indirektem Monitoring zurückgreifen können, also andere Indikatoren, die sich jetzt die nicht in, mit demselben Territorialprinzip umsetzen lassen. Dann als Fazit: Die Ziele der deutschen Klimapolitik haben schon eine breite Akzeptanz. Also Treibhausgasneutralität ist für fast 90% der Bevölkerung wichtig oder sehr wichtig. Und die Konzepte wie klimaneutrale Kommunen und Co., die transportieren die Ziele von Paris auf die lokale Ebene. Also die globale Vereinbarung ist dann auch lokal spürbar, Zielvorgaben messbar und kommunizierbar. Und das ist unheimlich wichtig, weil hier passiert einfach das Leben. Lokaler und regionaler Klimaschutz mit dem Ziel der Klimaneutralität und nachhaltiger Konsum passen zusammen und können sich gegenseitig befruchten. Hier haben wir auch wieder diese Türöffner, Sensibilisierungsthematik. Die erfolgreichen Beispiele zeigen, dass es funktioniert. Wir hören ja gleich welche. Das ist allerdings kein Selbstläufer und nicht automatisch. Also hier muss man auch wirklich dahinter bleiben und das auch wollen. Aber man kann so im Endeffekt aus einer diffusen Debatte, was ist das eigentlich, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Lebensstile, Konsummuster, eine zielgerichtete und handlungswirksame Debatte machen. So, das war es jetzt der erste Teil. Jetzt geht es ganz praktisch gleich an die Beispiele, und dann melde ich mich nachher nochmal zurück mit unseren Angeboten, die wir schon haben. Ich möchte Sie nun mitnehmen in die Region Hannover und Ihnen etwas über die Fortschreitung unseres Klimaschutzkonzeptes erzählen und da insbesondere auf ausgewählte Maßnahmen, die verwaltungsintern wirken, zum nachhaltigen Konsum vorstellen. Als erstes eine kurze Übersicht. Wir haben nämlich bei der Region Hannover zwei Klimaschutzprogramme. Einmal das Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region Hannover. Das gibt es seit 2009, da hieß es Klimaschutzrahmenprogramm, wurde schon weiterentwickelt, und jetzt sind wir gerade noch dabei, eine Neustrukturierung dieses Klimaschutzkonzeptes vorzunehmen. Und von 2012 bis 2015 fand ein Projekt Masterplan statt, zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover. Dort wurde eine Machbarkeitsstudie und eine Szenarienentwicklung durchgeführt, um zu prüfen, ob bis 2050 eine Neutralität erreicht werden kann in der gesamten geografischen Region. Ja, der Prozess ist vorangeschritten. Die Diskussionen waren auch bei uns. Dementsprechend hat die Regionspolitik im letzten Jahr dann das Ziel vorgezogen. Es soll also eine Klimaneutralität der gesamten Region mit allen Akteurinnen und Akteuren bis 2035 erreicht werden. Und die Aktivitäten, die wir als Verwaltung selber machen, werden dann wiederum das Klimaschutzkonzept mit aufgenommen, weil da sind alle Aktivitäten drin, die wir selber umsetzen. Wir haben das Klimaschutzkonzept neu strukturiert. Es gibt drei fachliche Säulen. In der ersten Säule sind die Maßnahmen enthalten, die eine Verwaltungsintegrierung entfalten. Und dann haben wir in der Säule 2 die fachlichen Maßnahmen, Mobilität und Regionalplanung, wo wir zuständig sind oder eigene Konzepte haben, die in die Region einwirken. Und in einem dritten Bereich, wo auch dann der nachhaltige Konsum eine Rolle spielt, aber auch eben in der ersten Säule. In der dritten Säule, das sind übergreifende Themen, zum Beispiel Förderprogramme oder Vernetzungsangebote, die wir an die Mitgliedskommunen oder an andere Akteure geben. Die erste Säule haben wir im letzten Jahr neu verabschiedet mit 25 Maßnahmen, wo ich gleich noch darauf eingehen werde. Und die zweite Säule ist in Abstimmung, und der Prozess der Weiterentwicklung des Masterplans wird dann auch neue Maßnahmen dann für die Säule 3 bringen. Kurz
zu dem Prozess. Wie sind wir denn vorgegangen, um diese verwaltungsinternen Maßnahmen zu entwickeln? Wir haben mit über 20 Organisationseinheiten einen breiten Workshop geführt. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir wirklich alle Ideen und Impulse der Mitarbeitenden mit aufgegriffen haben und dann diskutiert haben und dann am Ende eine Entscheidung getroffen haben zu den Themen Mitarbeitermobilität, Gebäude- und Energiemanagement und Beschaffung IT-EDV. Es fanden drei Workshops statt und jeweils also zu jedem Thema. Und danach wurde dann auf Verwaltungsleitungsebene dann die letzte fachliche Abstimmung vorgenommen und die Maßnahmen wurden dann im Frühjahr letzten Jahres der Politik zur Diskussion gestellt und im Sommer dann durch eine Beschlussdrucksache verabschiedet. 25 Maßnahmen sind verwaltungsintern dabei rausgekommen, 4 Maßnahmen übergeordnet und die weiteren 21 Maßnahmen sind in 4 Handlungsfeldern zuzuordnen. Jetzt können Sie sich gerne im Nachgang genauer angucken, welche Maßnahmen das sind. Wir haben bei den 4 übergeordneten, dann möchte ich eine hervorheben, nämlich, dass wir gerade dabei sind, eine verwaltungsinterne Treibhausgasbilanz zu erstellen, also tatsächlich das Verwaltungshandeln da in Zahlen bringen wollen und es wird auch ein Bilanzierungskonzept entwickelt, damit wir diese Bilanz auch fortführen können und in regelmäßigen Abständen durchführen können. Es werden also neben den Gebäudeemissionen eben auch der Fuhrpark, aber auch zum Beispiel einige Scope-3-Emissionen berücksichtigt, wie die Beschaffung genau und Dienstreisen, Arbeitswege etc. Im Bereich des Energie- und Gebäudemanagements haben wir einige Maßnahmen entwickelt, da habe ich da nicht die Zeit, auf alle einzugehen, aber welche ganz neu dazugekommen ist, ist die IG03, das nachhaltige Bauen. Hier wird jetzt erstmalig tatsächlich auch der Standard gesetzt, dass man darauf achtet, den gesamten Bauprozess bei der Sanierung, aber eben auch insbesondere beim Neubau, das zu betrachten und zum Beispiel zu überlegen, welche Baustoffe nehme ich und wie langlebig sind die. Im Bereich Mitarbeitermobilität haben wir auch einige Maßnahmen. Da ist die erste Maßnahme, die setzt fest, dass wir eine AG haben, die quasi mit verschiedenen Akteuren des Hauses besetzt ist, die die anderen Maßnahmen der Mitarbeitermobilität mitsteuert. Jetzt will ich auf ausgewählte Maßnahmen kurz ein. Aus der Mitarbeitermobilität habe ich eine herausgegriffen, nämlich die privaten Mobilität. Da geht es um die Anreise quasi der Mitarbeitenden. Es geht darum, dass wir eine deutliche Reduzierung der Pkw-Nutzung auf dem Arbeitsweg erzielen wollen und das durch die Förderung des Umstiegs eben auf das Fahrrad oder den ÖPNV und die Homeoffice-Möglichkeit verstärken wollen. Zum Fahrradumstieg, da gibt es verschiedene Projekte, die noch nicht in Umsetzung sind, die aber geplant sind, zum Beispiel die Einrichtung einer Fahrradwerkstatt oder Dusch- und Umkleidemöglichkeiten, um dann hier noch mehr Anreize zu schaffen. Des Fuhrparks, da wollen wir in diesem Jahr 40% des Fuhrparkbestandes auf Elektro- und Hybridfahrzeugen umgestellt haben. Was ein kleines Problem darstellt, ist die Ladeinfrastruktur für die Elektrofahrzeuge, besonders am Campus, aber da wird aktiv dran gearbeitet. Bis 2030 soll hier eine Treibhausgasneutralität des Fuhrparks erzielt werden. Also des zentralen Fuhrparks. Im Bereich der nachhaltigen Beschaffung sind wir schon länger aktiv. Seit einigen Jahren beziehen wir vollständig blaue Engelpapier, also 100% Recyclingpapier für den normalen Bedarf. Wir haben eine Dienstanweisung Beschaffung, wo die nachhaltige Beschaffung hinterlegt ist. Ein umfangreiches Handbuch zu den Beschaffungen, wo die nachhaltige Beschaffung mit vielen Kriterien benannt ist, was auch Berücksichtigung findet im Haus. Aber damit das als Standard fortgeführt wird, weiterentwickelt wird, haben wir das als Klimaschutzmaßnahmen noch mit aufgenommen. Genau, und da greift auch die nächste Maßnahme rein. Wir hatten bereits eine Personalstelle, die sich die nachhaltige Beschaffung gekümmert hat. Die war in der zentralen Beschaffung. Die hat auch einige Standards schon geschaffen für die zentrale Beschaffung. Aber insbesondere die Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen, die zuständig sind für die dezentrale Beschaffung, die benötigen weitere Informationen. Und dafür soll eben die Beratungs- und Koordinierungsstelle ausgebaut werden, dass zum Beispiel Arbeitshilfen und Checklisten eingerichtet werden, Schulungsangebote für Beschaffungskoordinatoren angeboten werden und dass das Handbuch aktuell gehalten wird, etc. Als
zentrales Thema haben wir im Bereich der Beschaffung die nachhaltige Verpflegung mit aufgegriffen. Hier geht es einmal um die eigene Kantine der Regionsverwaltung, aber auch um das Catering bei Veranstaltungen. Und es geht auch darum, beim Sitzungsdienst darauf zu achten und bei den regionseigenen Schulen beraten und auch Rahmenverträge anzubieten. Beim Sitzungsdienst haben wir zum Beispiel schon seit längerer Zeit gibt es keinen Orangensaft mehr, sondern nur noch Saft aus heimischen Früchten, zum Beispiel Fairtrade-Kaffee, das ist schon länger Standard. Aber eben auch in der Kantine waren wir bei der Konzessionsvergabe, waren wir als Klimaschutzleitstelle mit einbezogen und konnten auch dann Einfluss nehmen auf die Vergabekriterien und auf den Auswahlprozess, um verstärkt eben auch auf regionale, vegetarische und auf gesunde, nachhaltige Verpflegung zu setzen. Jetzt habe ich noch eine mitgebracht im Bereich der Digitalisierung. Da geht es darum, die Ressource Papier weiter einzusparen in der Verwaltung. Da laufen verschiedenste Projekte im Haus, unter anderem eben die Einführung des Dokumentmanagementsystems, aber auch noch andere weitere digitale Dienstleistungen, eben mit dem Ziel, weitgehend ohne Papier auszukommen. Als letztes noch eine kurze Übersicht über unsere Förderprogramme, unsere Projektkooperationen. Unterstützen wir auch den nachhaltigen Konsum in anderen Projekten. Es gibt zwei Projekte aktuell, die wir über die Leuchtturmrichtlinie fördern. Das sind zwei Projekte, die das Ziel einer regionalen Agrarökonomie haben, um hier die Regionalisierung zu unterstützen. Dann gibt es das Projekt Aromatisch und dann noch das Gut-Klima-Projekt in Bolzum, wo wir Projektpartner sind, wo verschiedene einzelne Projekte vor Ort umgesetzt werden, wo nachhaltiger Konsum eine große Rolle spielt. Wenn Sie da Fragen zu haben, können Sie mich gerne ansprechen. Herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen in Heidelberg. Ich werde ein paar unserer Handlungsansätze und Ideen vorstellen. Unser Ziel ist es dabei, den nachhaltigen Konsum sowohl in der Stadtverwaltung als auch in der Stadtgesellschaft zu fördern. Und dafür haben wir grob 5 Handlungsansätze, natürlich mit vielen Überschneidungen. Einmal die Info- und Öffentlichkeitsarbeit, dann das Themenfeld BNE, die Netzwerkarbeit, der Aufbau von Strukturen und dann natürlich auch die Stadtverwaltung, die auch eine große Außenwirkung hat als solches. Zunächst zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Da werde ich gleich verschiedene Beispiele vorstellen aus verschiedenen Handlungsbereichen. Das sind Veröffentlichungen, Aktionswochen für die breite Bevölkerung, dann Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen, Info- und Mitmachangebote bei öffentlichen Veranstaltungen, Social-Media-Posts, die haben in den letzten Jahren sehr zugenommen. Beispielsweise posten wir da regelmäßig wie eine Art Saisonkalender, also was gerade aus der Region Saison hat oder auch zu bestimmten Anlässen, wenn die Earth Hour ist oder wenn, ich weiß nicht, zu Valentinstag, um auf faire Blumen aufmerksam zu machen zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch vieles mehr, Ausstellungen, Wettbewerbe, Infotafeln. Ich habe leider nicht die Zeit, auf alles einzugehen, aber wer Interesse hat, kann ja im Nachfeld gerne noch nachfragen. Veröffentlichungen, die bei uns viel Zuspruch finden, sind einmal unser Einkaufsführer Bioregional Fair, der, wie der Name schon sagt, auf bioregionale und faire Einkaufsstellen in Heidelberg hinweist. Hinzu kamen in den letzten Jahren auch noch Restaurants, die vegetarisches Angebot haben. Und die andere Broschüre, Shop Cherry Pear, zeigt andere Produktgruppen auf, also wie man diese nachhaltig kauft, Mode beispielsweise oder Wohnaccessoires. Aber vor allem zeigt sie auch auf, was für Konsumalternativen es gibt in Heidelberg. Also praktisch, wo man Produkte teilen, tauschen, leihen, mieten kann, wo man seine Sachen reparieren lassen kann, also beispielsweise, wo Schuster sind, wo Änderungsschneidereien sind und so weiter. Beides wurde kürzlich auch in eine App übertragen, die dann zeitgemäß natürlich aufzeigt, auch auf einer Karte, wo sich die verschiedenen Einrichtungen befindet und den Vorteil hat, dass wir regelmäßig aktualisieren können. Wichtig sind auch andere Veröffentlichungen oder Veröffentlichungen zu anderen Themen, die versuchen, den nachhaltigen Konsum zu verankern.
Beispielsweise wird immer Anfang des Schuljahres an die Eltern aller ErstklässlerInnen eine Broschüre herausgegeben zum Schulstart. Und auch dort thematisieren wir den nachhaltigen Konsum. Oder es gibt beispielsweise eine Infobroschüre für Sportvereine, in der wir auf nachhaltigen Konsum im Sportverein aufmerksam machen. Und das ist eine tolle Möglichkeit, eben auch neue Zielgruppen so zu erreichen. Also auch Menschen, die jetzt nicht automatisch auf einen Einkaufswegweiser für nachhaltigen Konsum sich anschauen würden. Zu den Aktionswochen, da findet beispielsweise in Kürze die Fashion Revolution Week statt, die auf die Probleme in der Modeindustrie und Handlungsalternativen aufmerksam machen möchte. Oder jährlich finden beispielsweise die fairen Wochen statt, die fördern wir, indem wir einerseits koordinierend auch Partnerinnen und Partner zusammenbringen, andererseits auch einfach finanzielle Förderung leisten, Programmhefte drucken oder Flyer oder Plakate und Ähnliches. Zu den Infoveranstaltungen gehören Veranstaltungen für ganz spezielle Zielgruppen, wie beispielsweise Kantinenleitungen oder Landwirte. Es gehören auch Veranstaltungen, die nicht nur, also die mehr auf Spaß abzielen, wie beispielsweise ein faires Fußballturnier oder auch für Studierende gab es eine Schnippeldisco, die auf Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht hat, ebenso wie regionales und saisonales Obst und Gemüse. Zu unseren Informations- und Mitmachangeboten, die sind eine tolle Möglichkeit, ja auch wieder neue Zielgruppen zu erreichen, einfach Menschen, die Veranstaltungen zum ganz anderen Thema besuchen. Es kann ein Weihnachtsmarkt sein, kann auch ein Bürgerfest, ein Stadtteilfest sein. Und viel Erfolg hatten wir mit den ökologischen Fußabdrücken. Das sind so Fußabdrücke circa DIN A1 groß, würde ich jetzt sagen. Die sind entwickelt vom eine Weltladen in Neumarkt in der Oberpfalz. Und das sind 32 Fußabdrücke zu den Themen Energie, Konsum, Ernährung und Mobilität. Auf jedem ist eine Frage und 3-4 Antwortmöglichkeiten. Für jede Antwortmöglichkeit gibt es eine bestimmte Punktezahl. Die TeilnehmerInnen bekommen eine Karte, mit der sie die Fußabdrücke durchgehen und sich eben ihre Punkte ausrechnen und kommen dann auf ein Ergebnis, wie groß ihr ökologischer Fußabdruck ist. Das wird so in Erden umgerechnet. Und das ist was viele sehr neugierig macht und einen guten Einstieg in die Thematik bringt. Als ich vor ein paar Monaten dann von den Big Points gehört habe, habe ich gedacht, ja, das müssen wir auch unbedingt mal aufnehmen in öffentliche Veranstaltungen. Da hatten wir jetzt gerade vor wenigen Wochen ein Bürgerfest am 20. März. Und da haben wir Plakate aufgehängt zu den Big Points. Dazu gab es ein Glücksrad. TeilnehmerInnen konnten daran drehen, eine Frage beantworten. Die Fragen waren relativ einfach und dann ein kleines Geschenk mitnehmen. So ein Glücksrad zieht immer viele Menschen an, das lief sehr gut. Ich würde aber auch ganz ehrlich sagen, das Ganze ist noch ausbaufähig. Eine Schwäche dabei war, dass sich die Art der Vermittlung für Kinder nicht so gut geeignet hat und es wollten viele Kinder mitmachen. Ich glaube, da müsste man nochmal besser überlegen, wie man die auf ihrer Handlungsebene auch erreicht. Und ich finde auch, dass man die Thematik visuell ein bisschen besser darstellen kann, zum Mitmachen auch, also beispielsweise vielleicht über große Planen irgendwie die verschiedenen Punkte darstellen oder über große Puzzleteile oder Klötze oder irgendwie so, dass man das besser erlebt und sich besser merkt. Aber das sind jetzt nur meine Gedanken dazu. Ich hatte noch nicht viel Zeit, da weiterzudenken und deswegen auch so meinen Aufruf an alle TeilnehmerInnen und Teilnehmer hier. Wer Lust hat, meldet euch doch gerne im Anschluss bei mir, wenn ihr Ideen habt. Ich freue mich super. Dann BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir bieten Fortbildungen an für unsere Auszubildenden, für Kolleginnen und Kollegen, für Lehrerinnen und Lehrer, ErzieherInnen, aber auch für Betriebe beispielsweise, die bei uns ein Fortbildungsprogramm durchmachen zum nachhaltigen Wirtschaften. Die bekommen dann eben auch eine Fortbildung zum nachhaltigen Konsum oder auch für Sportvereine, also diverse Zielgruppen. Wir fördern BNE-Projekte, die in Heidelberg von unseren Kooperationspartnern durchgeführt werden. Das ist beispielsweise
Alle möglichen Vereine, aber auch die pädagogische Hochschule, sind auch Projekte von Schulen, die beispielsweise Schulbäder anlegen wollen oder Aktionstage durchführen, sind auch Volkshochschule und alle möglichen außerschulischen Bildungsakteure. Ebenso führen wir Kooperationsprojekte durch, beispielsweise mit Pädaktiv, dem Verein, der bei uns die Ganztagesbetreuung übernimmt und auch ein Ferienprogramm immer anbietet. Führen wir jedes Jahr in den Pfingstferien 2 Wochen lang ein Ferienprogramm rund um Nachhaltigkeit, auch nachhaltigen Konsum durch. Das Thema wechselt jedes Jahr. Dieses Jahr wird es Mobilität sein und als große Abschlussveranstaltung findet dann immer ein Kinderklimagipfel statt. Beispiel würde ich hier ganz gern einfach unsere Fortbildung einmal auf der linken Seite für unsere Auszubildenden und auf der rechten Seite ein Beispiel für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen, dass sie so grob eine Idee haben, wie sowas aussehen kann. Wir nutzen ganz gerne auch da den ökologischen Fußabdruck so als Einführung in die Thematik. Bei den Auszubildenden hatten wir letztes Mal mehrere Stationen zu Ernährung, Konsum, Energie und Mobilität, die durchlaufen konnten und jeweils so eine Art Mini-Workshop machen konnten zu den Themen. Und zum Schluss konnten diese dann eben auch den Handabdruck machen, der ja vorhin auch schon vorgestellt wurde. Also praktisch so nochmal die eigenen Handlungsmöglichkeiten ausarbeiten. Für unsere Kolleginnen und Kollegen haben wir das letzte Mal einen Fokus auf Ernährung gehabt. Da haben wir dann ein Ernährungsbarometer beispielsweise verwendet. Das ist eine Methode, bei der die TeilnehmerInnen verschiedene Lebensmittel sich anschauen, überlegen, wie die CO2-Bilanz dieser Lebensmittel ist und versuchen das auf einer Skala eben darzustellen. Und im Anschluss bespricht man dann, warum die Bilanz so ist, wie sie ist, also warum manche Lebensmittel eben eine höhere CO2-Bilanz haben als andere. Außerdem wurde da auch noch auf den Fernhandel und die Beschaffung eingegangen und ganz wichtig natürlich, es wurde Schokolade gegessen. Ja, Netzwerkarbeit, es ist uns sehr wichtig, dass wir uns vernetzen mit anderen, aber auch, dass wir andere Einrichtungen untereinander vernetzen. Das läuft stadtintern, haben wir verschiedene AGs innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch innerhalb der Stadt, wie beispielsweise Ernährungsrat, was ja auch schon in Hannover erwähnt wurde, aber auch andere, bei denen wir die Federführung haben, wie beispielsweise die Fairtrade-Steuerungsgruppe. Überregionale Vernetzung ist natürlich auch wichtig, also über Städtenetzwerke, beispielsweise die Biostädte oder europaweit Energy Cities. Und ganz allgemein würde ich einfach sagen, das Tolle an der Netzwerkarbeit ist, dass man neue Kooperationen aufbauen kann, viel voneinander lernen kann, auch mal ganz, ganz unerwartet Neues eben entwickeln kann. Wir bauen auch Strukturen auf und hier möchte ich ganz kurz 2 Beispiele ansprechen. Einmal das Thema Regionalvermarktung. Das war eine relativ große Sache. Da hatten wir einen Beteiligungsprozess über mehrere Jahre, haben alle möglichen Produzenten, Verarbeiter, Händler und so weiter dazu eingeladen. Es wurde zum Schluss eine GmbH gegründet, deren PartnerInnen dieses Logo hier genial regional verwenden können auf Produkten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Es wurde auch ein Unterstützerverein gegründet. Als nächstes in Planung ist eine Internetvermarktungsplattform. Also das war, wie gesagt, eine etwas größere Sache. Oder auch was Kleineres, aber super nett, hier als Beispiel Kleidertauschregale an Sportvereinen, die wir eingerichtet haben. Genau, und dann Stadtverwaltung muss natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, um auch glaubwürdig zu sein. Nachhaltige Beschaffung wurde schon von anderen erwähnt. Produktion hätte ich als Beispiel nur, dass unsere Stadtgärtnerei biozertifiziert ist. Ja, und die Vorbildfunktion ist natürlich auch wichtig für Veranstaltungen, Verpflegungsangebot an Schulen und Kitas und so weiter. BNE-Angebote an Schulen und Kitas, aber auch intern beispielsweise. Auch da haben wir eine Ferienfreizeit für die Kinder von MitarbeiterInnen. Nachhaltige Giveaways sind wichtig. Links sieht man ein Foto von abgecycelten Taschen, die aus alten Bannern hergestellt worden sind.
oder unten ein Foto von einer Praline bzw. einer Verpackung von einer Praline, die möglichst nachhaltig ist, also unter anderem bio, fair, regional in Handarbeit hergestellt, auch klimaneutral zertifiziert und nachhaltig verpackt. Ja, und schließlich ganz kurz, natürlich wurde vorhin schon gesagt, Thema Fahrzeuge und Gebäude. Hier noch, aber da will ich nicht näher drauf eingehen, weil die Zeit, glaube ich, schon verstrichen ist, nur kurzer Hinweis, dass das natürlich viele verschiedene Themen sind, die immer mal wieder in verschiedenen Projekten bearbeitet werden. Das heißt, wir haben nicht immer den nachhaltigen Konsum als ganzes Thema, der kommuniziert wird, sondern auch immer mal wieder verschiedene Schwerpunkte. Genau, das war's von mir. Dankeschön. Jawohl, dann lege ich mal los. Ich habe Beispiele mitgebracht aus dem Kreis Lippe für nachhaltigen Konsum und habe hier als erstes einmal kurz ein Zeitschreiben mitgebracht über die Klimaschutzaktivitäten aus dem Kreis Lippe seit dem Jahr 2009. Und so ein bisschen das Herzstück davon ist, was für 2016 eingezeichnet ist, die Teilnahme am Masterplan 100% Klimaschutz, einem bundesweiten Förderprogramm, wo 20 Kommunen bundesweit teilgenommen haben. Die Projektlaufzeit betrug 4 Jahre und in diesen 4 Jahren sind Maßnahmen entwickelt worden, die im Hinblick auf das Jahr 2050 zur Klimaneutralität im Kreis Lippe beitragen sollen, die aber vor allem auch adaptierbar sein sollen auf vergleichbare Regionen im Kreis Lippe. Ausgepickt habe ich mir dabei von den unterschiedlichen Handlungsfeldern, die es da gab, das Handlungsfeld, was nämlich für das persönliche Lebensumfeld steht. Dort sind 15 Maßnahmen entwickelt worden, die unter diesen Überschriften hier, oder hinter diesen Überschriften stecken sozusagen. Die brauchen Sie jetzt an dieser Stelle nicht anzugucken, denn die finden sich in den konkreten Beispielen wieder, die ich jetzt einmal kurz darstellen möchte. Und zwar war ein wichtiges Ziel, die Zusammenarbeit zu fördern im Kreis Lippe. Wir hatten ja eben schon den Begriff strategische Partnerschaften. Das haben wir in Lippe auch aufgegriffen mit dem Netzwerk Klimapakt Lippe. Das Netzwerk besteht aus ungefähr 90 Unternehmen und ungefähr 500 Bürgerinnen und Bürgern. Und bei den Unternehmen ist die Spanne ziemlich groß. Da sind Kommunen dabei, da sind Schulen dabei, da sind Wirtschaftsunternehmen dabei, Initiativen aus dem Kreis Lippe, aber beispielsweise auch die Abfallbeseitigungsgesellschaft, wo auch ein Vertreter heute hier in der Veranstaltung ist, habe ich eben gesehen, ist auch ein wichtiger Partner für uns und ist auch sehr interessant, weil sich eine Abfallbeseitigungsgesellschaft ja auch gerade mit den Folgen des Konsums auch beschäftigt. Wir haben mit all diesen Partnern verschiedene Kooperationsprojekte durchgeführt und führen sie auch weiterhin durch. Und dieser Klimapakt an sich ist auch gleichzeitig zur Dachmarke geworden der Klimaschutzaktivitäten unserer Abteilung im Kreis Lippe, weil eigentlich alles, was wir machen und in der Öffentlichkeit tun, unter diesem Motto Klimapakt läuft, um auch einfach so eine Wiedererkennung zu haben und auch um in der Unternehmensansprache damit leichter rangehen zu können an die Unternehmen in Lippe, weil es einfach so ein bisschen besser rüberkommt, als wenn man immer als Behörde auftaucht. Ein Beispiel aus dem Klimakonsum war das Mehrwegbecherprojekt, was wir durchgeführt haben im Kreis Lippe. Da wollten wir in erster Linie Bäckereien gewinnen, mit uns das zu machen. Es haben sich aber auch Tankstellen in den ersten Gesprächen angeschlossen und weitere Partner, wie zum Beispiel eine McDonald's-Filiale, die auch mitmachen wollte. Das ist aber ein Beispiel, wo man sagen muss, ganz selbstkritisch, das hat nicht so geklappt, wie wir uns vorgestellt haben, denn der Abstimmungsprozess hat einfach viel zu lange gedauert. Das hat sich über 2 Jahre gezogen, weil man einfach versuchen wollte, möglichst allen gerecht zu werden, die dort teilgenommen haben. Und im Endeffekt hatte das das Ergebnis, dass viele Bäckereien in der Zeit dann eigene Lösungen gefunden haben, dass sich ganz einfach bundesweiten Mehrwegbecherlösungen angeschlossen haben. Eine Idee, die wir bekommen haben, dadurch, dass sich der Soccerpark in Detmold, das ist eine Fußballgolfanlage, an uns gewandt hat und Becher haben wollte, um die dort auf der Anlage auszugeben, statt Mehrwegbechern, ist jetzt, dass wir für 2022 weitere Sportvereine ansprechen wollen, um für Sportfeste etc. Die Einwegbecher zu substituieren durch unsere Mehrwegbecher. Weiteres Beispiel zum Klimakonsum ist die regionale Vermarktung bei uns, um die regionalen Produkte einfach
besser promoten zu können und dass sie einfach mehr gekauft werden. Dazu soll ein Online-Tool bereitgestellt werden. Es soll eine Koordinationsstelle für regionale Vermarktung etabliert werden. Und ganz aktuell haben wir als eine Maßnahme eine Osteraktion an lippischen Kitas, die für mehr Regionalität werben soll. Wenn da Rückfragen sind, ist mein Kollege Christopher Simon auch hier mit in der Runde dabei, der die Aktion gerade durchführt. Dann haben wir ein Repair-Netzwerk initiiert im Kreis Lippe im vergangenen Herbst, wo es eben darum gehen soll, den Konsum auch zu reduzieren. Teilnehmende waren bereits vorhandene Repair-Cafés bei uns, aber auch in der Gründung befindliche Repair-Cafés. Außerdem Nachhaltigkeitsinitiativen aus dem Kreis, der ADFC war dabei und auch Vertreter von Fridays for Future. Und das war eine ganz tolle Runde, weil eine unheimlich große Dankbarkeit zu spüren war von den Beteiligten, gerade auch von den in der Gründung befindlichen Repair-Cafés, weil die unheimlich viele Fragen hatten, die auf eine enorme Hilfsbereitschaft gestoßen sind bei vorhandenen Repair-Cafés, wo man eigentlich gedacht hat, vielleicht ist das so eine gewisse Konkurrenzsituation, war aber überhaupt nicht. Es wurde sich unheimlich kollegial ausgetauscht und es wurde darum gebeten, dass dieses Netzwerk bitte auch fortgeführt wird, weil einfach so viele Fragestellungen dabei sind, die geklärt werden können. Da müssen wir aber dazu sagen, dieses Netzwerk muss sich künftig selbst tragen, weil wir das vom Kreis einfach zeitlich nicht mehr organisieren. Dann haben wir den Punkt gehabt, Eigeninitiative fördern. Dazu haben wir ein Jugendklimaparlament initiiert. Da hatten wir vorhin auf einer Folie ja auch das Engagement schon als Faktor, den man einsetzen muss und sollte. Außerdem wollen wir die Eigeninitiative bei den Bürgerinnen und Bürgern fördern, zum Beispiel im Bereich Photovoltaik und Gründächer. Dazu haben wir seit vielen Jahren ein Solardachkataster und haben das vor ungefähr anderthalb Jahren, glaube ich, durch ein Gründachkataster erweitert und haben entsprechende Förderprogramme zur Dachbegrünung für Dach- und Stecker-Photovoltaikanlagen initiiert. Dann haben wir verschiedene Bildungsangebote, weil wir natürlich auch Kinder und Jugendliche mitnehmen wollen. Seit vielen Jahren haben wir einen Energieunterricht an Schulen. Wir haben aber auch eigens für den Kreis Lippe Experimentierkisten für Kitas und Grundschulen konzipieren und anfertigen lassen, die wir kostenlos ausleihen. Dazu gehört auch eine Flyer-Serie zum Themenkomplex Klimaschutz und Ernährung, weil wir gesagt haben, saisonale und regionale Ernährung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir haben Planspiele angeschafft zu den Themen fairer Handel und Ressourcenschulung, die wir kostenlos an den weiterführenden Schulen anbieten und durch unsere Buftis dann auch sozusagen durchführen lassen. Und wir hatten einen Kurzfilmwettbewerb mit dem Namen Klimacut, wo Kinder und Jugendliche Filme einsenden konnten zum Thema Klimaschutz, selbst sich ausdenken konnten, was für sie Klimaschutz bedeutet. Aber zu diesen Punkten, die ich auf dieser Folie habe, im Anschluss an meine Abschlussfolie noch für den späteren Versand nochmal detailliertere Folien angehängt, auf die ich heute leider aufgrund der Zeit nicht eingehen kann. Dann haben wir im vergangenen Jahr etabliert Online-Vortragsreihen, die auch dazu dienen sollen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Häusern eben besser informieren können, welche Förderung gibt es, Häuser saniert werden, etc. Dazu haben wir bislang 4 Vortragsblöcke gehabt. Angefangen hatten wir im Januar 2021 mit 5 Vorträgen an 5 aufeinanderfolgenden Abenden. Wir haben das im weiteren Verlauf dann immer auf 3 Vortragsabende direkt am Stück reduziert. Und die Teilnehmerzahl steigt stetig. Wir hatten jetzt bei der letzten Praxreihe im Februar an den 3 Abenden 350 Teilnehmer, was für uns eine unheimlich hohe Zahl ist für sowas. Da kommt uns natürlich auch zugute, dass das Ganze jetzt Corona-bedingt dann online läuft. Früher war sowas immer organisiert dann in Präsenz vor Ort. Da haben sie natürlich immer als limitierenden Faktor in einem ganzen Kreisgebiet, dass immer wieder große Fahrtstrecken dann für einen gewissen Teil der Teilnehmer natürlich anfällt, was eben dann online wegfällt. Und als letztes möchte ich Ihnen noch kurz zeigen den sogenannten Klimakompakt. Das ist unser digitaler Newsletter, den wir einsetzen. Das ist sozusagen unser Medium für die Förderprogramme, Veranstaltungen, Informationen über unsere Aktivitäten etc. Neben unseren Social-Media-Auftritten bei Facebook und
Instagram, aber dieser Newsletter ist eigentlich so das Hauptmedium, was wir verschicken. Der sorgt auch unter anderem dafür, dass wir diese guten Teilnehmerzahlen haben bei den Online-Veranstaltungen, weil wir hier einen Verteilerkreis haben von, ich glaube, 600 bis 700 Menschen in Lippe, die den Newsletter lesen. Vorteil ist eben, alle, die sich angemeldet haben als Abonnenten, haben natürlich eine große Affinität zum Klimaschutzkomplex. Die Abonnentenzahl steigt stetig und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie rein Interesse halber, auch wenn Sie nicht im Kreis Lippe wohnen, gerne diesen Klimapakt abonnieren würden. Das sind die Beispiele, die ich aus dem Kreis Lippe jetzt in hoffentlich aller Kürze mitgebracht habe. Und falls Rückfragen sind, stehe natürlich ich gerne zur Verfügung. Das ist jetzt der unser kleiner Werbeblock. Was es schon für Angebote von unserer Seite gibt. Die werden natürlich auch ganz regelmäßig erweitert und wir sind da auch angewiesen auf Feedback und Nachfragen, weil wir das natürlich nicht zu unserem Selbstzweck tun, sondern dass die Angebote genutzt werden. Deswegen auch die Bitte und die Einladung. Zum Schluss sehen Sie auch nochmal meine Kontaktdaten. Wenn Sie zu den Angeboten irgendwelche Hinweise haben, wenn was fehlt, wenn wir vielleicht auch mal was entwickeln sollten für verschiedene für verschiedene Zielgruppen. Ich hatte mir das jetzt schon aufgeschrieben, vielleicht was für Kinder, vielleicht was zum Anfassen, vielleicht was Größeres von Frau Gau, dann gerne einfach mal bei uns melden. Wir haben da immer mal wieder die Möglichkeiten, auch was zu entwickeln. So, was es jetzt schon gibt, ganz oft angesprochen und wahrscheinlich bei den meisten bekannt, ist der Uber-CO2-Rechner, mit dem man den individuellen CO2-Fußabdruck berechnen kann. Der wird immer wieder mit neuen Daten unterfüttert, fast jährlich. Es lohnt sich dann auch immer mal wieder, den zu machen. Hier gibt es auch immer Hintergrundinformationen zu allen Bereichen des Konsums. Das ist manchmal so ein bisschen versteckt, man muss das I finden, aber es ist auch eine Art Sensibilisierungstool, weil hier kann man direkt sehen, welche Bereiche machen denn viel aus und welche nicht so viel. CO2-Rechner kann man auch benutzen zur Bilanzierung, also für Maßnahmen in Kommunen. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis auf das Webseminar, was wir auch haben zur Bilanzierung. Und da eine herzliche Einladung, wenn wir das im Herbst nochmal machen. Eingangs hatte ich auch gesagt, neben meiner Tätigkeit im Kompetenzzentrum kümmere ich mich auch über das Uber-Verbraucherportal. Da gibt es Seiten mit wirklich ganz konkreten Tipps zu über 100 verschiedenen Themen, also von Waschmaschine, Wäsche waschen, bis hin zum richtigen Kompostieren und auch übergeordnete Informationen, zum Beispiel, welche Siegel wir empfehlen oder Produkte länger nutzen. Wir haben zu jedem Thema eine ausführliche Linksammlung und Publikationen, Statistiken, Infografiken. Die Seite findet man auf der Seite Umweltbundesamt, wenn man oben die kleine Glühbirne, die Tipps anklickt oder auch in der Kurz-URL unten oder auch über Google natürlich. Recht neu ist die Denkwerkstatt Konsum. Da lade ich Sie alle ganz herzlich ein, sich das mal anzuschauen. Natürlich war das heute nur ein ganz, ganz kurzer Einblick in das Thema Konsum. Wenn Sie da Interesse haben, sich ein bisschen tiefer reinzuwühlen in das Thema und die Hintergründe, die Zusammenhänge zu verstehen und auch sprachfähig zu werden, wenn Sie vielleicht Maßnahmen oder eine Kampagne planen, dann ist das Ihr Tool. Das beleuchtet nämlich die gesellschaftliche Dimension. Also gibt quasi neben dem Uber-Verbraucherportal, was sehr auf Tipps, Fakten Bezug nimmt, gibt das die Denkwerkstatt Orientierungs- und Wissen- und Handlungsstrategien. Also hier haben wir ganz andere Zielgruppe auch als MultiplikatorInnen, daher auch TeilnehmerInnen dieses Seminars. Es gibt 7 Bereiche, geht von Geld über Orientierung bis zu Daumenregeln. Auch ganz viel Infografiken, ein bisschen was Interaktives mit dabei. Hier können Sie wirklich fündig werden und auch den Link gerne weiterleiten, wenn sich Personen in das Thema vertiefen möchten. Jetzt kommen wir noch neben den Angeboten vom Uber zu den Angeboten des Kompetenzzentrums.
Wir haben eine eigene Internetpräsenz, www.nachhaltigerkonsum.info. Und hier haben wir auch Kommunikationsmaterialien. Ein paar wurden auch schon genannt oder gezeigt von Frau Gau. Und zwar zu den Big Points haben wir eine Übersichtsgrafik, Hintergrundinformationen, jeweils Sharepics mit diesen kleinen Bildchen. Wir haben Bilder zu dem durchschnittlichen CO2-Fußabdruck, zu dem Handabdruck. Und wir versuchen alle unsere Angebote immer als offene Grafiken rauszugeben. Das bedeutet, dass Sie sich das an Ihr eigenes Corporate Design anpassen können, damit es zum Feed auch gut passt. Das ist alles Creative Commons Lizenz und die Daten sind auch auf dem neuesten Stand. Hintergrundinformationen, Posting-Ideen gibt es auch. Dieses Angebot wird auch schon rege angenommen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Wenn hier noch die Bedürfnisse sind für andere Formate, für andere Varianten, dann her damit. Wir überlegen zum Beispiel auch ein paar kleine Kurzvideos anzubieten oder in Richtung Plakate zu denken, die dann auch druckbar sind. Aber da brauchen wir auch noch das Feedback. Diese Kommunikationsmaterialien gibt es nämlich noch gar nicht so lange, aber wir wollen das auf jeden Fall ausbauen in den nächsten Monaten und Jahren. Und zu guter Letzt hatte ich schon gesagt, unsere Internetpräsenz. Es gibt immer eine gute Sammlung an Terminen, Fördermöglichkeiten und auch Publikationen und Informationsmaterialien. Also wir kuratieren das auf der Seite, fassen das zusammen und haben auch eine kleine News-Abteilung, was gerade in den verschiedenen Ressorts passiert. Für uns das Umweltministerium, aber wir haben ja auch 4 weitere Ressorts bei uns im Verband. Und dazu gibt es natürlich auch bei uns ein Newsletter. Ganz herzliche Einladung, den zu abonnieren. Vierteljährlich kommt er raus, alle 3 Monate und fasst nochmal alle wichtigen Infos zusammen. Das ist der kleine Werbeblock von unserer Seite. Jetzt auf die Schnelle. Und hier ist nochmal meine E-Mail-Adresse. Also mit beiden E-Mail-Adressen kommen Sie zu mir. Und ich habe da auf jeden Fall immer Interesse dran, das auszubauen und auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Also zögern Sie nicht, sich da auch bei mir zu melden.